Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Wir spielen jetzt übrigens in DirectX 11 und nicht 12 Modus. Es gab ein Grafikkarten-Update und seitdem geht der DirectX 12 Modus nicht. Aus irgendwelchen Gründen ist das Bild schwarz. Also die Menüs gehen, aber so wie ich auf der Strecke bin, sehe ich nur noch das Interface, also HUD oder sonst irgendwas, aber nichts von der Strecke. Also ich sehe kein Auto, kein gar nichts, es ist schwarz sonst alles. Ich habe das Spiel installiert, Spiel neu installiert, das hat lange gedauert und genervt. Ich habe die Grafikkarte komplett deinstalliert, alle Treiber entfernt runter und neu rauf, hat nichts gebracht. Also ist irgendwie in neuen Treiber irgendein Bug drin bei Nvidia. Sehr schade. Naja, wir spielen direkt in 11-Modus. Ich hoffe, das bringt in den nächsten Folgen keinen Abbruch. Und ja, ich würde sagen, das können wir simulieren. Das brauche ich nicht fahren. Und dann könnten wir ins Qualifying gehen, wo es ein bisschen gemischte Wetterverhältnisse geben soll. Ich bin mal sehr gespannt. Oh, hier, guck mal, die ganzen Punkte. Das sind die, die ich im Training erfahren habe. Sehr schön. Ja, da war ich fleißig im Training. Bin viele Runden gefahren. Wir haben ein Setup, womit wir auf der Geraden... Ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich zu langsam, ich weiß es wirklich nicht genau, aber auf jeden Fall, denke ich, haben wir ein gutes Fahrverhalten. Also ich weiß, es ist nicht tausendprozentig optimal, das ist das erste Setup, was ich mir, also bei der ersten Rausfahrt quasi zusammengebastelt habe irgendwie. Ich bin damit zufrieden, ich werde es jetzt gleich auch zeigen. Vom Fahrverhalten und so geht das schon. Es geht noch besser. Wir haben noch immer am linken vorderen Reifen eine Überhitzung. Das heißt, da könnte ich vielleicht jetzt auch nochmal intervenieren. Da müssen wir mal gucken. Das ist der einzige Problembär, den wir, glaube ich, mit diesem Setup haben. Generell hat die Strecke viel Abrieb. Das heißt, da werden wir auch drunter leiden. Aber da leiden ja auch alle anderen. Und der Wagen ist ja noch nicht so entwickelt. Also da auch noch Hoffnung. So, dann gehen wir mal hier hin. Wir haben hier die Wetteraussichten. So sieht's aus. Qualifying, dann Anfang Regen, dann trocken. Ja, wir schauen mal. Ja, und die Rivalität ist mit Kimi Räikkönen. Hatte ich ja erzählt gehabt, dass das so ist. Kilometer gefahren sind wir schon eine ganze Menge. Ja, also wir können uns nicht beklagen. Forschung und Entwicklung läuft. Wir sind wieder hinter Alpha Tauri zurückgerutscht. Aber wir haben ein bisschen was in der Pipeline. Na, also hier sieht man die Entwicklung. Alpha Tauri hat einfach ein bisschen besser entwickelt. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Ja, ich nicht. Mist, ich dachte, ich habe hier schon entwickelt. Ich könnte schwören, ich habe schon was entwickelt gehabt, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, es ist... ...40% Chance, dass es fehlschlägt. Das ist viel. Aber wir nehmen es in Kauf. Ja, leider haben wir nicht mehr genug hierfür und nicht genug dafür. Na gut, dann haben wir das zumindest auch noch gemacht. Ich würde sagen, wir gehen auf die Starrecke. Ja, dann kommen da auch nochmal Teile. Das, ja, wie gesagt, es ist spannend. Auch die Entwicklung ist natürlich wichtig des Fahrzeugs. Ja, wir haben die ersten Punkte. Ich war sehr zurückhaltend. Lag daran, meine Frau war da und ich spiele normalerweise gar nicht, wenn meine Frau da ist. Nur weil ein neues Spiel und hast du nicht gesehen. Mal eine kleine Ausnahme gewesen. Darum habe ich mich da sehr zurückgenommen. Ich habe mich mega gefreut. Auch wenn wir da, glaube ich, 5 Rückblenden oder so verwendet haben. Es war aber angekündigt, dass bei neuer Strecke mehr Rückblenden erlaubt sind. Ne? Das sind die beiden neuen Strecken. Die muss man mal kennenlernen. Ja, da haben wir den Regen. In der Zwischenzeit bin ich übrigens auch ein Einladungsevent gefahren. Das habe ich jetzt auch nicht gefilmt, weil, ja, ich muss das Training ja auch irgendwie rausfahren. Das ist alles ein bisschen doof. Das war in den Niederlanden. Also auch da, ja, habe ich jetzt erste Erfahrungen. Das Setup, wir schauen es mal an. Ich, vielleicht nehme ich noch leichte Veränderungen vor. Einstellungen und so, das ist jetzt ein bisschen verschachtelter. Das kennt ihr schon, das ist okay. Wie gesagt, ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Flügel hinten. Aber das lasse ich so. Der Wagen liegt ganz gut. Das sind die Werte hier. Vorderradaufhängung, alles ist tutti. Und ja, vorne rechts. Ich habe aber vorne links eigentlich fast mehr Probleme. Wenn du etwas spezielles Wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste.
Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Das ist gut, Chef. Wir speichern das mal. Ich ändere das mal. Es sind die Drücke, die sind unter anderem, wie gesagt, dafür zuständig. Ich gucke, ich habe auch alles richtig gemacht. Ne? Reifen vorne links ist das Problem, habe ich runtergenommen. Genau, der war recht hoch. War das beste Fahrverhalten und jetzt habe ich dann halt gemerkt, es ist schwierig. Wir können mal gucken. Wetter, wie sieht es denn draußen aus? Die ersten Kollegen fahren und sie trauen sich sogar schon. Nur ein paar Wagen sind auf der Strecke. Vielleicht sollten wir jetzt raus, bevor es voller wird. Ja, dann würde ich auch sagen, fahren wir auch raus, oder? Oder wir warten mal kurz, wir lassen die mal fahren. So, und jetzt gehen wir in die Werkstatt. Reifenauswahl. Wir haben natürlich noch eine Menge frische Reifen. Also das ist nicht das Problem. Park Fermé und rausfahren. Fertig, bereit. Zwei Runden haben wir. Wir werden natürlich, die Reifen werden runter sein. Ob wir in die Top 10 kommen, ich weiß es nicht. Das Setup war zumindest im Training richtig, richtig gut. Darum habe ich es auch nicht mehr geändert. Jetzt haben wir natürlich die Reifendrücke nochmal leicht verändert. Das kann natürlich, das wird sogar einen direkten Einfluss haben. Der Reifenverschleiß ist hier exorbitant hoch. Das bedeutet für mich, ich fahre hier vorsichtig. Wir werden im ersten Run, also dieser Lauf hier, diese Runde, es ist zu nass. Das sehe ich jetzt schon. Eine Mega-Bestzeit werden wir hier nicht fahren. Ist nicht unbedingt klug, jetzt rauszufahren, aber in der Box die ganze Zeit zu stehen, ist natürlich auch nicht klug. Dann sammle ich lieber Erfahrung beim Mischwetter. Ah, wir sind schon vorne rechts schon wieder viel höher. Ja, und die Routenzeiten sind natürlich viel zu langsam. 1,43, das kannst du natürlich vergessen. Ja, hinter uns ist ein Alpha. Ja, guck mal, 1,40, es wird deutlich schneller jetzt. Ja, Ricciardo, jede Runde wird jetzt schneller, schneller. Also, ich denke, jetzt haben wir hier eine realistische Größe. Wir lassen den Alpha mal vorbei. Das ist Raikön, gegen den fahren wir im Übrigen. Ich wollte ihn vorbeilassen, aber irgendwie klappt das nicht so gut. Entschuldigung, lieber Raikön. 1,38,4. Das sind Zeiten, die sind wir auch gefahren im Training. Die Hinterreifen sind massiv zu kalt. Ja, hinten kommt natürlich schlecht Wärme rein. Aber durchs Bremsen geht das ja auch. So, die Reifen sehen gut aus. Wie gesagt, die halten nicht lange. Ich würde mal sagen, wir machen eine Max-Runde. Und gucken mal, was möglich ist. DRS gibt es, die Strecke ist trocken genug. Aber schon schlechter, ne? Da merkt man die Feuchtigkeit. Russell. Ja, und es geht einfach nur darum, jetzt die Hotlap zu fahren. Keine Sektorzwischenzeit. Ich kann nicht sagen, wie schnell oder langsam wir sind, leider. Aber ich glaube, wir sind viel zu langsam. Aber das liegt halt an diesem Mischwetter, ne? Ja, jetzt gleich auf der Langeran könnte ich ihn gut gebrauchen. Zwei Reifen, aber gerade so. Jetzt können wir Russell nutzen, das ist gut. Es ist immerhin Qualifying, das darf man nicht vergessen. Oh, das war aber schon hart.
Aber es geht noch. Wie gesagt, wir haben da auch, wir können ihn nicht abkürzen, wie wir wollen. Okay, das... Das kannst du vergessen. Eigentlich machen wir Qualify keine Wiederholung. Jetzt mal eine Ausnahme. Ich wollte die Zeit mal sehen. Die Wiederholung auch nur, weil wir werden eh schneller fahren. Also das ist hier jetzt nicht die Polzeit oder sowas. Ich wollte nur mal gucken, wo wir stehen. So in etwa, also zwischen den Renaults. Und wie gesagt, ich hätte jetzt nicht wiederholt, wenn das hier um die Pole Position gehen wird. Es wird trocken werden jetzt gleich. Das heißt, die Zeiten werden nur so purzeln. Wir sind vor Verstappen, der viel früher auf der Strecke war. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen. Also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. 10 Minuten? Zum Ende soll es trocken sein. Okay, das wäre ein bisschen krass. Aber die Strecke wird auch noch trockener durchs Fahren. Also das habe ich mir jetzt anders ausgemalt. Es sollte doch, aber es wird auch heller. Also ich denke, da ist auf jeden Fall Luft nach oben drin. Sonst würde ich mich jetzt ärgern. Hauptsache, wir fahren gleich eine bessere Rundenzeit. Wie gesagt, eigentlich sollte es nur mal als Referenz dienen, wie es in feuchten Bedingungen so läuft. Ich hatte keine Zwischenzeiten gesehen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das ist nicht schlimm. Wir fahren jetzt rein. Und dann gibt es den letzten Shutout. Und da hat er die Reifen mal gesehen, ne? Das wollte ich hier sehen. Guckt euch mal an, wie die aussehen. 9%, das ist schon... Also wir haben schon einen übermäßigen Reifenverschleiß, definitiv. Und es ist ja gerade recht kühl und warm. Kühl und warm, kühl und nass. Und da werden die Reifen eh nicht so stark beansprucht. Also Platz 11 wäre immer noch mega für uns. Hier ist das Hamilton-Kiesbett gewesen. Ja, da müssen wir mal gucken, was jetzt gleich dann möglich ist. Es muss deutlich Verbesserungen her. Ja, wir gucken mal, was möglich ist. Wir werden zu allerletzt natürlich fahren. Das heißt, wir holen uns frische Reifen und warten in der Box, bis das Wetter hoffentlich besser wird. Morgen in Österreich, also für euch ist nicht mehr morgen, für euch ist der Österreich Grand Prix natürlich jetzt schon gelaufen, wenn die Folge kommt. Beziehungsweise, ja, der ist gelaufen gerade, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt Montag oder Dienstag haben. Ich habe ja voraufgenommen, das Spiel ist heute übrigens offiziell erschienen, ab heute darf das jeder spielen. Ich habe gesehen, Philipp hat es auch, aber ich weiß nicht, ich meine, mit Philipp vielleicht mal ein Online-Rennen fahren, aber eine Karriere online mit Philipp, puh, das ist schwierig. So gerne ich Philipp habe, aber das passt dann immer nicht. Da kommt dann immer was dazwischen und das ist für eine Karriere natürlich sehr doof. Das haben wir jetzt auch schon alles versucht mit den Spielen. Aber vielleicht machen wir mal so ein Einzelrennen online oder so. Wir gucken mal. Da wäre ich nicht abgeneigt. Wenn er denn Lust hat. Das müsste ich noch eruieren. So, wir lassen die mal alle rausfahren. Das ist okay. Sollen die mal ruhig alle vor uns fahren? So, was macht Bottas? 1,38,4. Ich will mal gucken, hat er sich jetzt verbessert? Das habe ich gar nicht gesehen. Der ist nicht schneller geworden. Also das ist krass. Das ist wirklich krass. Okay. Und das ist auch krass, was jetzt hier draußen los ist. Eine Sache können wir noch machen. Autoeinstellung. Und Benzin runter. Denn wir werden nur diese eine Runde fahren. Trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Alles klar. Ja. Also die Strecke wird natürlich jetzt ein bisschen trockener, weil so viele Fahrzeuge draußen sind. Ich bin mir nicht sicher, wie stark es regnet. Es regnet minimal noch, würde ich sagen. Also ich würde sagen, die Bedingungen sind gefühlt besser. Aber vielleicht täuscht es auch, das werden wir gleich erst sehen. Aber
Also wir dürften ein bisschen schneller schauen, einfach weil wir weniger Benzin natürlich mitgenommen haben. Und die Strecke, ne? Es regnet gar nicht mehr jetzt. Es hat aufgehört zu regnen. Das ist unsere Chance. Und dann müssen wir gucken, das Beste draus zu machen. Ungefähr eine Minute 38 müssen wir fahren. Aber die anderen profitieren natürlich jetzt auch von der trockenen Strecke, aber wir noch mehr, denn die sind ja noch im Nassen angefangen. So, jetzt sollten wir ein bisschen Gummi geben, die kommen nämlich alle. Und eines wollen wir nicht, dass die uns natürlich jetzt alle überholen, beziehungsweise wir die vorbeilassen müssen. Hier ist noch ein bisschen feucht, ne? Hier sieht man es. Also so 100% ist es noch nicht. Aber das war ja klar. Ja, der Reifenzustand ist gut. Und ich glaube, Hamilton steckt im Verkehr. Hinter unseren Teamkollegen, so wie es aussieht. Ich will mir das mal angucken. Das nehmen wir mal ruhig mit, ne? Ja. Da ist Hamilton definitiv hinter. Und auch hinter gefangen. Ich glaube, das kostet Hamilton Plätze. Auch wenn Hamilton auf der Geraden jetzt natürlich easy peasy vorbeigeht, aber das kostet richtig Zeit. Macht aber die WM natürlich ein bisschen spannender. So, jetzt Attacke. Und in den Bereichen, wo wir Hot nicht brauchen, schalten wir um. Wir sind schon mal deutlich schneller. Ich mache nochmal neu. Die Runde beginnen wir nochmal ganz neu. Entschuldigung. Durch diese Menüspielchen hier. Also jetzt sind wir nämlich an dem richtigen Punkt. Das war da gerade das Fiese. Guck mal, wie viel Minus. Das ist ja Wahnsinn. Nur wir müssen halt ein bisschen Energie sparen. Ich glaube, mit DirectX 11 läuft das nicht so performant. Kann das sein oder täuscht das? Bin mir unsicher. Wir gucken mal. 55er Zeit. Ich glaube, wir können hier eine Sensation auf gutes Wetter schaffen. Also Bottas schlagen wir alle mal. Klar, wir werden jetzt hier nicht auf Pole oder sowas fahren. Das glaube ich jetzt auch nicht. Aber... Oh, da habe ich mich verschalten. Ach, das ist ja ganz bitter. Da verlieren wir jetzt gerade auch Zeit. Auch hier haben wir, glaube ich, eher Zeit verloren im Verhältnis zu den anderen. Und hier geht's rum und gerade. Und wir gucken mal. 1,33. Ich glaube, eine gute Zeit. Ich glaube, eine gute Zeit. Auf jeden Fall, das sind da. Bester Startplatz ever. Nur wetterbedingt natürlich. Das ist nicht die Power. Wow. Wow, also das ist krass. Das ist wirklich krass. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Und Vettel auf Pole. Verstappen und Alexander Albon. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Bitte nicht irritieren lassen. Also das ist wirklich nur, weil wir die trockene Strecke hatten. Da wäre noch ein Platz, also Norris hätten wir noch packen können, aber komm, Platz 7 ist schon mega cool. Wow, das werden wir natürlich nach einem Rennen wahrscheinlich nicht mehr sein. Dann müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt in die Punkte kommen. Das Doofe ist, wir müssen jetzt mit den Reifen starten. Ne? Das ist so ein bisschen das Schlechte an der Geschichte. Und da müssen wir halt mal gucken.
Ja, für unsere Teamkollegen läuft es nicht so gut, ne? Aber für unser Team läuft es gut. Level up. Das ist gut für die Sponsoren. Da kümmern wir uns nach den Rennen drum. Ja, und dann würde ich sagen, geht's jetzt zum großen Preis von China. Ich bin schon sehr neugierig, wie das alles so läuft. Ich glaube auf der Geraden, ich weiß nicht, wie schnell wir im Verhältnis zum anderen sind, aber ich glaube, wir sind da recht langsam. Wir gucken mal. Auf jeden Fall ist der Platz unrealistisch am Ende des Rennens unter normalen Umständen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt sogar mit den roten Reifen starten müssen, weil wir in den Top 10 sind, oder ob wir freie Wahl haben, weil verkürztes Qualifying. Da müssen wir ja auch mal eruieren. Ich würde sagen, das wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Das und alles weitere dann in Rennen. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Euer Zellron.